Wenn du ein Buch schreibst, nein, reden wir nicht vom Buch. Wenn du einen Aufsatz schreibst in der Schule, Aufsatz, sagen wir mal 5, 6 Seiten, sagen wir 20 Seiten, zählst du dann die Wörter, wie oft du zum Beispiel ist schreibst, wie oft du Thomas schreibst oder irgendein Wort? Nein, natürlich nicht. Koran, ein Buch, ja, ein ganzes Buch hier, über 600 Seiten, jetzt lese ich mir was vor. Das Wort Dunya und das Wort Al-Akhira, Diesseits und Jenseits, wie oft kommt das vor? Beide Wörter kommen 115 Mal vor. Das Wort Engel und das Wort Shayatin, Satane, kommen beide 88 Mal vor. Das Wort Leben und das Wort Tod kommen beide 145 Mal vor. Das Wort Mann und das Wort Frau kommen beide 24 Mal vor. Das Wort Monat, wie oft kommt das Wort Monat kommt wie oft vor? 12 Mal. Das Wort Yaum, Tag, El Yaum, wie oft kommt das vor? 365 Mal. Das Wort See, See, Meer, kommt 32 Mal vor. Und das Wort Bar, also Bahr, Bahr, See, kommt 32 Mal vor. Und das Wort Al-Bar, Land, kommt 13 Mal vor. Und die Relation von 32 zu 13 ist genau 71,111 zu 28,888. Und das ist genau die Relation, die Land und Wasser, also Ozean, auf diesem Planeten hat. Denn wir wissen alle, dass der Planet Erde, also die Oberfläche hauptsächlich, also die Oberfläche mit Wasser bedeckt ist. Das ist genau die Relation. Subhanallah, es sind mindestens Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. Jetzt kommen wir zu anderen Punkten. Dann, bevor ich damit anfange, komme ich zu der Beschreibung von Gott im Islam. Du findest in keinem Buch, wo der allmächtige Gott so beschrieben wird wie im Koran. Der absolut allmächtige Schöpfer. In jedem anderen Buch findest du irgendwie, Gott wurde krank, Gott wurde müde, Gott bereute etwas, Gott empfand Schmerzen im Herzen. Genesis 6, Vers 6 steht beispielsweise, und Gott bereute es, dass er die Menschen erschaffen hat und es schmerzte ihn in seinem Herzen. Genesis 32 steht, Gott hat mit Jakob gerungen und hat verloren. Keine Beleidigung, nur man soll darüber nachdenken. Wenn sich jemand beleidigt fühlt, weil ich aus der Bibel zitiere, dann muss er die Religion wechseln. Also ich würde mich nicht beleidigt vorkommen. Weil einige sagen, ich beleidige die Bibel, weil ich beleidige nicht die Bibel, sondern ich zitiere da hervor. Das muss ja jeder selber wissen, woran er glaubt. Jetzt, wissenschaftliche Beweise aus dem Koran. So. Allah sagt, die erste Sache, die Frage, die wir uns stellen, ist, wo kommt der Raum her und wo kommt das Leben her? Allah beantwortet dies in einem Vers. Er sagt in Sura 21, Vers 30, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْكًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse waren? Dann haben wir sie getrennt und haben aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Die Urknalltheorie sagt heute, Himmel und Erde waren am Anfang eine zusammenhängende Masse, dann kam der Urknall, und die haben sich ausgedehnt. Und alles Lebendige ist aus Wasser entstanden. Jetzt. Und für die Urknalltheorie gab es 1973 den Nobelpreis. Das nur mal dazu. Dann, welche Aufgaben haben die Berge? Ein Vers danach. Dann sagt Allah auch noch in diesem Vers, Efele yu'minun, wollen sie nicht glauben? Das heißt, guck mal, du hörst heute diesen Vers von dem Koran, dass Allah dies berichtet hat vor 1400 Jahren und im Jahr 1973 kriegt jemand dafür den Nobelpreis. Wollen Sie nicht glauben? Dann sagt Allah weiter, ein Vers weiter, du fragst dich, die Berge, wie sehen die Berge aus? Stehen die Berge einfach so auf der Erdoberfläche oder gehen die Berge so in den Boden oder gehen die Berge weiter so in den Boden oder gehen die Berge so in den Boden? 1:4. Genau, das habe ich noch vergessen, das hättest du noch dazu machen müssen, aber egal, das erwähne ich nachher. Berge, damit ich nicht vergesse, kurz. Okay, Berge, okay, dann wird es mich noch mehr. So, und da sagt Allah im Koran, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ. Wir haben die Berge zur Rawasia gemacht, zu Also wir haben auf der Erde Berge gemacht, damit die Erde nicht mit ihren wanke. Und an anderer Stelle steht, wir haben die Berge wie Flöcke gemacht.
Heute die moderne Wissenschaft, Geologie und so weiter, haben festgestellt, dass die Berge wie Flöcke in die Erde gehen und dass dadurch verhindert wird, dass die Platten, die Erdplatten übereinander, also verrutschen und nachher alles kaputt geht. Jetzt sagen einige, ja warte mal, hier steht, dass die Erde nicht wanke. In den Berggebieten gibt es doch gerade Erdbeben. Hier steht nicht Erdbeben, hier steht, damit die Erde nicht mit ihnen wanke. Weil Erdbeben heißt Zilzal im Arabischen. Hier steht nicht Zilzal, weil einige Leute kommen damit, ich wollte das direkt schon mal die Gegenantwort darauf geben. Auf jeden Fall, Alhamdulillah, sagt der Koran, dass sie wie Flöcke sind. Und er gibt auch noch die Aufgabe der Berge an, das, was Wissenschaftler erst im letzten Jahrhundert festgestellt haben. Das war dazu.